Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Siege of Zelda: Breath of the Wild. Ich will mich nicht anmelden. Ist das jetzt irgendwie ja, gespeichert? Ach du heilige Scheiße, ist das riesig hier, das Areal. Schaut mal! Wenn man hier sieht, also hier die Gegend, das, das und das. Okay, das sind jede Menge Orte, wo ich hin kann und auch hin muss. Ja, ich schätze mal, man muss nicht unbedingt alle Türme freischalten und ja, Alter, wie ein chinesischer Drache. Und all das, aber irgendwie will ich es, ich will es trotzdem schaffen. Ich vergesse immer wieder, dass ich ja eigentlich, bin ich bekloppt? Ja, ausrüsten wäre vielleicht mal eine gute Idee. Na gut, wenigstens kann ich einen Pfeil einsammeln. Ist das da hinten auch ein Schrein? Tatsächlich. Ja. Und auch ein kalter Ort, wie ich sehe. Ach ja, da ist doch die Brücke. Ach. Und da sind wieder Leute. Die Ärger wollen. Ups. Und ich bin im Schleim drinne. Wie eklig. Also, ich habe zwar bessere Waffen, aber ich möchte sie nicht unbedingt bei so niedrigen Gegnern wie den. Wie die Schleimis für. Bad, ey! Ja, toll. Ja, toll. Da. Okay, pack. Das kann ich ja schließlich verkaufen. Und Kohle brauche ich jede Menge, bis hier die Rubine. Vielleicht soll ich mal versuchen, nochmal ganz so einen Halten zu machen. Und, naja, Medizin. Ach ja, das ist ja auch irgendwie interessant, der Begriff Medizin. Das war ja eigentlich. Hallo? Das ist ja, war ja eigentlich aber auch beim ersten Teil so, dass es ja Medizin genannt wurde und nicht roter Getränk oder blauer. Und da sind auch welche, ist ja cool. Also ich war in dem Stall. Ja, also mit Pferd wäre ich vielleicht wirklich schneller, aber wie gesagt, sag mal, ne? Wie gesagt, hier einen Schrein sehe ich auch. Ich habe keine Lust, mir jedes Mal abzusteigen und ich will, auch nicht, dass den Pferden was passiert. So, also das ist, Mann, ich habe früher selbst ein Pferd gehabt. Deswegen ist das in mir noch drinne, Leute, dass man Rücksicht auf sein Tier nimmt. Und so, auch wenn das nur ein Spiel ist. Außerdem, ich habe das Pferd Kronk und Pandoria. Ja, ich hatte zwei Pferde. Also, na gut, dann kletter mal. Also ich habe, und also, man sagt nicht umsonst, gib den Tier nicht einen Namen, wenn du keine Verbindung aufbauen willst. Ja, das habe ich ja auch gemacht und ich bin nur deswegen irgendwie ziemlich überrascht gewesen, weil sie da hinten, der Berg ist ja wieder gespalten. Kann ich das irgendwie packen? Tatsächlich. Da fällt mir was ein. Album.
Nee, doch nicht. Doch nicht. Ich dachte bei diesem Bild hier. Könnte vielleicht das sein, weil das Bild ist ja auch gespannt, aber. Weiß man nicht. Große Fee. Nein, ich wollte. Ich wollte. Große Fee, komm zu mir. Oh, Entschuldigung, ich war im Gedanken. Du hast bestimmt von einer großen Fee gehört, oder? Es gibt viele Märchen, die von ihr berichten. Die große Fee gibt es wirklich, da bin ich mir ganz sicher. Das kann ich bestätigen, ich habe sie zweimal mit. Also, eigentlich sind ja zwei, bisher wird vier. Deshalb bin ich mir so eine Reise vor, um sie zu suchen. Wenn man nachmittags von der Spitze des Turms aus hinter der Tapanda-Brücke aufbraucht, ist zu Boden sie. Nee. Wenn man nachmittags von der Spitze des Turms aus hinter der Tabanda-Brücke aufgetaucht ist, zu Boden sieht, dann weist der Schatten des Turms direkt zur Quelle des großen Sees. Sie haben es so gehört, und so bin ich zu diesem Stall gereist. Aber auf den Turm, auf den Hügel zu klettern, das schaffe ich nie im Leben. Dabei habe ich so viele Rubine für die große Fee angespart. Aber du siehst so aus, als wäre es für dich eine Klasse, auf den Turm zu klettern. Könntest du der Großen nicht vielleicht mehr auf meine Rubine? Vielen Dank, hier sind 200 für meine. Ich hoffe, er haut mich damit gleich ab. Nee, Nick ist nicht so ein Arsch. Folge dem Schatten? Welchen Turm meint der Typ jetzt eigentlich? Also, ich könnte jetzt wirklich so ein Arsch sein und einfach abhauen. Aber das. Keine Krabbler. Wo findet man nur Krabbler? Meint er eigentlich diesen Turm da? Boah, Alter, der Titan ist so nah und so bedrohlich. Oh Mann. Ich weiß, es ist einfach lächerlich, so eine Panik zu schieben, weil der schwebt nur rum, aber Leute, ich hab nur mal Schiss über großen Dingen, die auf mich fallen könnten, mich zerquetschen könnten. Und ich habe das doch gesehen, wie sich das bewegt hat. Ach so, ich war da nicht auf die Karte. Aha, ja. Ja, da war ja auch irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Wie komme ich jetzt darüber? Das Problem ist, ja, einfach vielleicht über die Brücke gehen. Ziemlich wackelig. Ja, ich weiß, dass da ein Schrein in der Nähe ist, aber ich habe ehrlich gesagt keine große Lust. Den Schrein zu machen. Ja, ich habe ja eigentlich schon nur so viele. Ach, ich will in Grobe eigentlich Herzen der Container. Viel mehr, bei denen ich bessere Chancen habe. Und solche Schose. Tampanda-Rückbrücke. Also bin ich doch hier richtig. Also wer hier rüber geht, der muss doch wahnsinnig sein. Und ach so, ich dachte, da hing eine Schatzkiste. War nur Einbildung. Oh. Rübergleiten ist zwar eine schöne Sache und so, Leute, aber man sollte doch vielleicht sein Glück nicht so herausfordern. Apropos herausfordern.
Ja, ich hätte ja da im Stall schlafen können, um mich wieder zu erholen. Ich frag mich. Ist das. Nee. Na, großartig. Großartig, einfach nur großartig. Da ist ein Wolf und da ist ein verdammter Fliegnerwächter. Okay, wo sind. Kann ich einen Wolf irgendwie. Ach, natürlich nicht. Na, wenigstens kriege ich eh nur Fleisch. Ich wollte eigentlich den fotografieren. Wieso ist da jetzt ein Wächter? Wieso fliegt er da so rum? Das kann doch nur bedeuten, dass da irgendwas ist. Och Mann, ich komme diesem. Ja, ich weiß, dass ein Schrein in der Nähe ist. Och Menno, dieser Vogel macht mich kirre. Und auch diese Eidechse macht mich kirre und. So. Oh. Schon ganz praktisch. So. So. Oh, Steinsalz. Gut zum Würzen. Aber mit Salz sollte man schon aufpassen. Ja, nehmen wir mal einen Schluck. Folge den Schatten. Ja. Ist ja ganz gut, aber. Ist es nicht. Bisschen problematisch eigentlich? Ich meine, Schatten bewegen sich. Also, ich meine, die bewegen sich ja mit der Sonne. Oh. Das war mehr Zufall. Ich glaube, ich müsste einen Apfel haben. Oh, 24 sogar. Ja. Nein. Ja. Du hast mich entdeckt! Tschüssi! Tschüss! Okay, und ich nehme mal das, okay? Ich könnte mal meinen, ziemlich unfair, sag mal ungeil, was du da tust, einfach in einem Koch zu klauen. Aber hier geht's nicht um. Was vor der Achtung, das könnte gleich laut werden. Das ist denen sowas von scheißegal, dass ich hier eigentlich in einen Feuerstein auf den Kopf geschleudert habe. Oh, Leuchtstein. Was kann man mit denen eigentlich machen? Aber wenn ich mal so die Figuren ansehe, die Statuen. Gibt es denn nicht in Japan solche Statuen da? Die, ist doch größer Vogel. Die ja auch irgendwie so eine Schutzgötter darstellen, so? Was
gibt wieder Edelfleisch. Ja, hau ab. Haust du nur mal ab? Das ist der Turm. Mann. Nicht gruselig, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht bei den... dass ich irgendwann unter den Schatten des Vogels bin. So. So, dann wollen wir wieder den Turm einschalten. Ja, einschalten. Jetzt muss ich nach oben kommen. Und das sieht ja nicht so aus, als ob da... Nun, ja... als ob... willkommen geheißen werde. Ich kann natürlich hoffen, dass da nur dieses Glibberzeug ist. Hä? Achso, ich dachte, wieso ist auf einmal weg? Mal sehen, vielleicht kann ich die umgehen. Aber so viel zum Thema. Oh, komm mal hinterher. Ach ja, die gehen nach einer Weile kaputt. Ach, da ist ja... Oh. Das ist ein dummes Problem. Oh, danke. So. Boah, das Zeug ist aber auch richtig unheimlich. Hört sich ja an wie eine alte, alte Toilettenspüle. Weg. Gut, da kann ich rübergehen. Hä? Was geht denn so schön da? Hups! Die haben mich gesehen. Wow, ich... du, sag mal, tickst du nicht? Okay. Alter. Ja. So. Alter, ich fang schon wieder den blöden... Ja, toll. Was zur Hölle mache ich da eigentlich? So. Wer wächt das Schild? Ich merke schon. Alter, hör auf mich zu belecken! Scheiße, ist das Vieh stark. Ja. Und darum, meine lieben Leute, ist es immer eine gute Idee, auch genügend Futter zu haben. Tschüss. Sag mal, würdest du mal abstürzen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht ab... Ja toll, jetzt rotzt er mich voll. Hier geblieben.
Okay, Leute, der Part ist zu Ende. See you, Badani.